So, dann kommen wir auch ganz offiziell jetzt zum Cupra Urban Rebel Challenge Format. Wir machen jetzt knapp eine Stunde, machen wir jetzt diese Challenges, beziehungsweise vielleicht auch nur eine Challenge. Ich muss ganz kurz noch was anderes checken, was ich vergessen habe, hier zu machen. Das möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Gebt mir noch eine Sekunde. Es gibt zwei Befehle, aber auf jeden Fall im Chat schon mal. Einmal Ausrufezeichen Cupra Challenge und einmal Ausrufezeichen Sharecodes. Beim einen wird grob erklärt, wie ihr teilnehmen könnt, was es überhaupt ist. Und beim anderen gibt es die Sharecodes zu den Challenges, weil ich bitte euch darum, auch tatsächlich mitzumachen. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken. Genau, das kommt nämlich hier jetzt auch noch hin. Denn das Ganze ist natürlich Werbung. So, wir wollen ja dem deutschen Gesetz gerecht werden. Nee, also es ist ja vor einiger Zeit der Cupra Urban Rebel Konzept mit ins Spiel gekommen, den wir hier ja auch sehen. Hat man normalerweise per Ingame-Nachricht bekommen. Ansonsten könnt ihr ihn auch für knapp 2 Millionen Ingame-Credits kaufen im Spiel. Und da gab es auch eine, wie ich finde, fantastische Let's Play-Folge von mir dazu. Gerne nochmal auschecken auf dem YouTube-Kanal. Verlinke ich euch vielleicht in der YouTube-Aufzeichnung von diesem Stream auch nochmal in die Videobeschreibung. Aber um das soll es gar nicht gehen. Und zwar, Cupra hat quasi drei Challenges ins Leben gerufen, wo mir so ein bisschen die Grenzen dieses Fahrzeugs testen sollen. Und die Aufgaben gelten als unlösbar. Und das finden wir jetzt mal raus. Wir beginnen mit der leichtesten Herausforderung. Schauen einfach mal, wie gut ich die hinbekomme. Vielleicht ganz wichtig ist, wir dürfen das Fahrzeug tunen. Es ist erlaubt, das Fahrzeug zu verändern, zu tunen. Auf das werden wir auch wahrscheinlich hinauslaufen müssen. Ich weiß schon, dass die erste Challenge S1900 oder beziehungsweise maximal S1900 ist. Deswegen würde ich jetzt auch einfach kackendreist schon mal sagen, wir verändern da auch schon mal gleich ein bisschen was. Das Ding ist, wir haben ja schon mal einen Aufbau gemacht, deswegen wechsle ich, glaube ich, einfach zu dem anderen Aufbau rüber, weil, ne, ist ja super easy. Ich habe natürlich gleich mehrere davon und deswegen nehmen wir jetzt einfach den hier. So, und dann gucken wir doch mal, wie wir die Challenge hinbekommen. So. Dann gucken wir doch mal, was uns erwartet bei der ersten Challenge. Was wir da machen müssen, wie schwierig es ist. Das kriegen wir doch bestimmt hin. So, also. Gehen wir mal den Code ein. Ja, wie gesagt, der Hinweis macht er gerne auch mit. Und wenn ihr da auch einen Rekord aufgestellt habt oder irgendwas, macht da gerne einen Instagram-Post bei euch, taggt mich und Cupra, den Cupra-Official-Account darauf. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr sogar ins offizielle Kampagnenvideo, was da entsteht, das kommt, glaube ich, im Januar oder sowas soll das dann entstehen, kommt eure Szene, euer Rekord irgendwie da auch mit rein. Ja, also deswegen gerne irgendwie einen Videoclip machen, wie ihr das macht oder sonst was. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. So, ja, wir nehmen den hier. Und dann schauen wir doch einfach mal, was wir da hinkriegen. So, collect. Ich muss erst mal gucken, was wir machen. Also, collect 20 crates, avoid the cacti before the timer ends. Okay, wo ist der Timer? Timer sehen wir nicht. Okay. Ja, ich mach mal, ist ja egal. Also, wir sollen die Kisten zerstören. Wir müssen die Kakteen vermeiden. Ich glaube, ich merke schon, wir müssen, glaube ich, spezielles Feintuning machen, weil es ein super enger Kurs hier ist. Aber wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Aber sieht cool aus, die Challenge auf jeden Fall mit dem Steg und so. Geht's jetzt hier lang? Achso, ich habe freie Wahl, wo ich lang fahre oder was? Oh! War schlecht. Hier lang, hier. Achso, es war mal hier lang. Okay, okay, I see, I see. Oh! Out of time. Please restart. Okay. 20 Stück sollen wir aber schaffen. Okay, aber das kriegen wir hin, oder? Easy. Wobei, warte mal. Ja, neu starten erstmal. Gut. Ich würde sagen, wir tunen ein bisschen. Ich würde sagen, das müssen wir hinbekommen. Also, ich würde, glaube ich, sagen, wir gehen sogar mit dem Getriebe ein bisschen zurück.
Einfach ein bisschen mehr Beschleunigung haben. Wir brauchen keine Topspeed bei dieser Challenge. Und ich würde auch sagen, wir machen einfach krasseres Einlenkverhalten irgendwo. Der muss einfach mehr rumgehen. Dementsprechend machen wir auch mal ein bisschen weniger Nachlauf. Einfach mal versuchen, dass er so ein bisschen mehr rumhaut. Aero ist jetzt nicht so wichtig, aber sagen wir gehen trotzdem ein bisschen mehr. Die greift halt erst so ab 100 km/h und dann mit jedem km/h mehr greift sie halt mehr, aber wir gehen trotzdem jetzt einmal all in. Und dann gucken wir mal. Ne, 5er-Spur ist Quatsch. Das ist ja unfahrbar. So. Gucken wir mal. Also hier geht es auf jeden Fall los. Wir müssen uns halt auch eine gute Route überlegen, weil es ja hier mehrere Routen gibt, die man tendenziell fahren kann. Okay, hier könnte man ein bisschen abkürzen. Schade, dass man den Timer halt nicht sieht, den man hier fährt. Ja, weil hier könnte man ja auch quasi in die andere Richtung fahren. So. Aber ich glaube, hier lang fahren ist eigentlich Quatsch. Da müssen wir, glaube ich, eher dann. Okay, ich esse jetzt hier mal kurz ab. Aber ich frage mich gerade, wo die ganzen Kisten sein sollen. Hier ist noch eine. Da oben geht's noch weiter. Ach so. Okay, Zeit ist rum. Okay, aber okay, ich habe auch einen entscheidenden Fehler gemacht. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Lass mich kurz noch vorrollen, weil ich mich kurz interessiert. Vorne ist noch eine. Okay, aber wenn wir die und die haben, dann hätten wir 20. Ich weiß es halt nicht, ob es mehr als 20 gibt und ob es dann auf Zeit geht. Egal, wir gucken einfach mal. Kriegen das hin. Die ist doch nicht unlösbar. Die haben nicht mit mir gerechnet. So nämlich. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen ein bisschen auch Bodenfreiheit noch. Einfach, dass wir nicht so schnell aufsetzen mit dem Ding. Ich glaube, das würde auch extrem helfen. Ja, hier können wir eigentlich abkürzen. Das können wir alles kaputt fahren. Gar kein Problem. Das war schlecht. Fuck. Okay, nicht übertreiben, nicht übertreiben. Aber das ist cool. Also ich finde die Challenge cool. Mir gefällt sowas. Finde ich auch schön ausgearbeitet, oder? Was meint ihr? Also ich finde, es ist eigentlich schön ausgearbeitet, das Ganze. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal noch ein bisschen Bodenfreiheit, ehrlich gesagt, geben wir dem Ganzen. So, let's go. Scheiße. Da wollte ich zu viel. Das ist halt sauber, Mann. Im Prinzip kommt jetzt auch so ein bisschen, also so ein bisschen Trial and Error mäßig das Ganze auch. Und so ein bisschen kommt auch so dieses typische, das typische, wie ich auch die Teststrecken unten mache. Wenn ich da irgendwo schon einen Fehler drin habe, wo ich sage, oh nee, okay, damit kriegen wir schon keinen Rekord mehr hin, breche ich meistens den ganzen Spaß ab. Bisschen die Hand. Nein, der hat nicht. Doch, er hat gezählt. Okay, gut. Glück gehabt. Ich hab gedacht, dass der nicht gezählt hat. So, jetzt müssen wir da nämlich gleich links reinfahren. Genau, hier nämlich. Das ist nämlich viel schlauer. Okay. Dann aber. Okay. Doch nicht so schlau. Aber auf jeden Fall schlauer als vorhin. Oh, da bin ich kurz an so einem Kante hängen geblieben. Ich sag mal so, 19 schaffen wir jetzt auf jeden Fall. So. Okay. Okay. Also es geht ja jetzt eigentlich nur darum, es zu schaffen, oder? Es gibt jetzt keine Zeit. Nö. Ja gut, ist halt ein Elektrofahrzeug. Backofen, ne? Aber ich finde ihn eigentlich geil. Also ich finde den Urban Rebel echt ein geiles Fahrzeug. Sieht geil aus. Ist mal was anderes. Also ich finde ihn nice.
Gut, also das hätten wir geschafft. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Gebt ein Like, finde ich cool. Coole Challenge. Wie gesagt, könnt ihr auch machen. Gerne Clips erstellen, teilen auf Instagram, Reel, taggen, dies, das und vielleicht sogar in die offizielle Werbekampagne-Video mit reinkommen. So, dann gucken wir doch mal, was uns beim nächsten erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ja. So, okay, jetzt ist die mittlere Schwierigkeit. 4, 8. Also das war jetzt einfach. Okay, ich bin ja mal gespannt. Also, ich bin halt gespannt, ob man auch diese Steigerung des Schwierigkeitsgrades merkt. Da bin ich jetzt halt sehr gespannt. So, ist wieder S1900. Da haben wir jetzt hier unser Aufbau. Kann jetzt natürlich sein, dass wir jetzt ein zu kurzes Getriebe haben oder so. Das werden wir dann rausfinden. Das finden wir jetzt bestimmt raus. Okay, wir sehen erstmal Regen. Okay. Wir gucken uns das erstmal an. Und was vor allem die Aufgabe ist. Ob es jetzt wieder Crates zerstören ist oder was anderes. Sieht aber auf jeden Fall auch geil aus. So, reach the end before the timer runs out without crashing. Welcome to... Okay. Also das sieht ja auch wieder übelst gut gemacht aus, oder? Also, nice. Without crashing, okay. Weil wir halt hier Verkehr haben. Wo geht's lang? Ah, da runter geht's. Okay. Ich muss erstmal wissen... Okay, da haben wir schon gecrashed. Aber er sagt, es ist okay. Erstmal gucken, wo es halt lang geht, was wir machen müssen. Das ist ja auch richtig gut gemacht, ey. Okay, okay, I see. Das ist ja ein richtiger LKW-Stau. Okay, time out. Okay, hier kommen wir nicht durch. Okay, okay, cool. Gefällt mir. Ist eine andere Art von Challenge, aber auf jeden Fall eine Herausforderung. Geil. Und echt geil gemacht, also, come on. Also, ja, ist ja wirklich viel Liebe mit drin und so weiter. Muss halt, bei den Challenges ist es halt, wie gesagt, typischer Trial and Error ran. Man muss halt wissen, was auf einen zukommt, was man machen muss. Den Weg quasi kennen. Okay, das war dumm. Ja, das war natürlich jetzt dumm. Aber okay. Ich find's geil. Also auf jeden Fall machen. Ey, also allein das zu schaffen dann auch, ich glaube, das ist schon cool. Also selbst wenn ich jetzt heute das nicht alles schaffe. Oh, okay. Wir dürfen die echt gar nicht berühren. Wir gucken auf jeden Fall noch in die letzte Challenge rein. Ja, selbst wenn ich die jetzt hier nicht schaffe, wenn ich hier jetzt schon scheitere soll. Ich bin ja schon zufrieden, dass wir die erste Challenge geschafft haben. Ja, weil mir wurde gesagt, die sind unlösbar. Wie gesagt, die haben nicht mit mir gerechnet. Hier bin ich mir gerade nicht so sicher, wo ich langfahren muss. Ah, hier lang geht's, okay. Fuck. Hier nicht. Also hier rechts lang. Okay. Wir müssen uns halt den Weg merken. Okay. Ah, schade. Ist da vorne dann schon das Ziel? Ah, da vorne wäre das Ziel. Okay, ey, das schaffen wir. Das schaffen wir. Erstmal geroast von der Challenge. Ja, ist so, ja. Ja, aber ist ja geil. Also, ich finde es geil. Also auch für die, die sich so Challenges für unser RTDS-Format oder RTDT, nicht DT, RT Super 7-Format oder so überlegen oder sich inspirieren lassen wollen. Also, das ist auch schon mal geile Inspiration. Ah, die Stelle, ey. Ich muss rechts rum. Ich muss da rechts und beim nächsten Mal auch rechts lang fahren, nicht links. Da tue ich mich aktuell noch ein bisschen schwer. Wie gesagt, wer sich jetzt die Freigabecodes nicht merken kann, also ne, über Ausrufezeichen Sharecodes gibt es die drei Challenges, die Codes. Ist aber auf dem Instagram-Post, den ich erstellt habe, stehen die auch nochmal in der Beschreibung. Also, die werde ich ja da nicht löschen.
wieder rechts lang jetzt. Ah, hier geht's enger rum als gedacht. Komm. Ja, ja, ja. Nein, Zeit war um, habt ihr es gesehen? Nein, das zählt nicht, das zählt nicht. Oder? Doch, steht beendet da. Dann muss es zählen. Aber ich will es offiziell haben, dass das nicht dasteht. Komm, ich will es noch einmal so offiziell schaffen. Also, eigentlich hat es gezählt, aber es stand da, Time is up. Und ich ändere ganz kurz im Tuning nochmal was ab, dass ich, ich glaube, das würde ich jetzt wieder ein bisschen reduzieren wollen. Ein bisschen Stabilität, glaube ich, schadet nicht. Bei dem Ganzen. Nur eine kleine Änderung. Und vielleicht hier auch ein bisschen runter. So. Der Rest sollte eigentlich ganz gut passen. Ja, let's go, komm. Den normalen. Ich denke mal, das ist der kurze Aufsatz. Muss halt die Route, die man hier nutzt, echt optimieren. Dann kannst du halt hier richtig schnell durchfetzen. Nein, ich bin so blöd, ich muss doch rechts schon wieder. Die Stelle ist so mein Nemesis bei der Herausforderung. Bei der Baggersache rechts lang fahren, nicht links. Ach, Mann. Come on. Nein! Oh. Okay. Ich muss aber trotzdem nochmal. Ja, rutsch mir da ein bisschen zu sehr. Moment. Okay, lass mich nochmal ganz kurz. Vielleicht das doch so machen. Let's go. Nein! Rechts lang! Es ist immer einfach rechts lang fahren. Nicht links. Ich weiß nicht, warum ich diesen Drang habe, immer links dran vorbei zu fallen. Es war trotzdem laut. Ich finde sowas geil. So Trial and Error. Das, was quasi Trackmania als einziges Spiel gemacht hat. Das war schlecht. Ja, der Sprung muss ich ein bisschen besser bekommen. Ich glaube, da liegt auch nochmal. Da muss ich doch nochmal, glaube ich, das wieder eher höher setzen, ein bisschen. Ein bisschen einfach diesen Sprungweg hab. So. Let's go. Ey, ist mal voll Laune, ey. Da durchzufetzen. Aber das Ding macht auch Spaß zu fahren. Also, ne, als ich die Let's Play-Folge dazu gemacht habe, habe ich ja schon gesagt, ey, das macht ultra Laune zu fahren, fahrt das Ding unbedingt auch. Und ich glaube, jeder, der sich das Ding schon geschnappt hat im Spiel, weiß, wie geil sich das Ding fährt. Das dann, ob das jetzt Elektro ist, ja oder nein, ist völlig egal. Ja, hier fahre ich jedes Mal zu schnell rein. Ja, jetzt wird die Zeit nicht reichen. Doch, hat gereicht. Obwohl das so schlecht war. Also eigentlich würde ich jetzt gern nochmal machen, weil ich finde, ich bin nicht zufrieden. Kennt ihr das? Ihr schafft's, aber ihr sagt, es geht noch besser. Ich mach's nochmal, komm. Und dann gucken wir uns die letzte Challenge an. Unmöglich zu schaffen. Die haben wohl keine Ahnung, ey. Ich habe die letzte Challenge jetzt noch nicht gesehen, aber komm, noch einmal, machen wir's. Problem ist halt, dass bei der Challenge alles irgendwie gleich aussieht. Dann sich jetzt zu merken, was die Reihenfolge der Trucks ist, also in welcher Reihenfolge was passiert, das macht es so ein bisschen schwierig, finde ich. Nein! Rechts lang! Ja, im Cockpit ist es lauter, Memphis, finde ich, aber
Cockpit, glaube ich, wird es fast unmöglich, die Challenge. Easy, komm. Dreimal geschafft, einmal so halbmäßig geschafft, aber. Der Dr. Strange, die haben wir alle uns schon in FA4 angeguckt. Also irgendwie. No. Gut, dann die letzte Challenge. Die schwere. Die Docs heißt es. Sogar deutscher Titel. Wird wohl jemand Deutsches kreiert haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. So. Ich bin gespannt. Ich weiß aber nicht, ob ich die erste oder die zweite schwieriger fand, oder? Also was meint ihr jetzt so vom, nur vom Zuschauen? Ne, da heißt jetzt The Dogs. Okay, für mich wurde es übersetzt. Okay, lustig. Na egal. Die Frage ist, was fandet ihr jetzt vom Zusehen schwieriger? Ich fand... Also beim ersten ist halt, man muss halt wissen, welche Route man fahren muss, dann ist es easy. Beim zweiten, ich fand beide jetzt gleich schwer sogar. Mal gucken, was die Schwere uns jetzt für uns bereithält. Keftan, danke dir. So, jetzt gucken wir mal. Okay, Tuning ändern das mal nicht ab, weil wir erstmal wieder gucken, was wir halt machen müssen. Ne? Erstmal angucken. Sieht aber auch wieder mega geil aus, ne? Also, Respekt an den Ersteller. Was müssen wir denn machen? Collect, a find, okay. Ich habe schon eine gefunden. Okay, also auch hier wieder ist der Weg das Ziel, würde ich sagen. Wir müssen halt wissen, da kann man eh nicht langfahren. Wo wir langfahren müssen und die Sachen finden. Hier könnten wir runterfahren links. Ich gucke jetzt trotzdem mal oben. Also ich denke mal, wir müssen jetzt halt gucken, wo fährt man lang. Da ist eine Schatztruhe. Zählt das auch? Nope. Okay. Also hier ist quasi Quatsch. Da brauchen wir nicht. Okay, I see. Ist hier aber was versteckt vielleicht? Nee. Wir gucken alles mal an. So, hier ist vielleicht was bei den Containern. Weil ich glaube schon auch, dass die zum Teil vielleicht ein bisschen versteckt sind, die Dinger. Nee. Okay. Aber geil gemacht, ey. So, guck mal, ein ganzes Schiff kreiert hier. Crazy. Jetzt habe ich erst eine Trophäe gesehen. Oh Gott, so eine komplette... So eine komplette... Oh Gott. Es hieß nie, dass der Fotomodus nicht erlaubt ist, oder? Ich kann im Fotomodus nicht so hoch gehen. Weil da ist ja jetzt echt die Frage, wo fahren wir da lang? Okay, die Challenge ist hart, weil sie, glaube ich, sehr zeitintensiv ist. Hier ist halt auch klar, du musst halt einen Weg finden. Ich glaube sogar, dass wir hier oben drauf irgendwo fahren können auf die Container, oder? Das wird ja nicht umsonst diese Dinger gemacht sein. Oh mein Gott, okay, das wird crazy. Hier wird sich ja 100 Pro auch irgend so eine Trophäe verstecken, oder? Da ist eine, schon gesehen. Also ganz hinten ist eine. Die Frage ist, ob halt nochmal hier eine ist. Also ich gucke mir das jetzt erstmal an. Die Zeit muss sein. Ob hier irgendwo nochmal was ist. Guck mal, da oben drauf. Wusste ich doch, dass wir hier irgendwo drauf fahren müssen. Uff, okay. Crazy. Das ist jetzt halt die große Preisfrage, wo kommen wir hier hoch? Also wo ist da eine Rampe, um hochzufahren? Die muss ja auch dann irgendwo sein. Na? Wenn ihr versteht. Okay. Hier geht's auch noch irgendwo rein, ein Sprung oder so. Oh Gott. Okay, also sind auf jeden Fall schon mal drei dann. Und hier drin geht's wahrscheinlich auch dann noch irgendwie weiter. Okay. So. Aber wie komme ich hier hoch? Dann.
zu der Trophäe. Geh mal den Weg zurück. Das ist hier, 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 hier. Wahrscheinlich hier. Da, eine Rampe, oder? Nee. Frage, nächste Frage. Wie komme ich hier hoch? Ist ja Ende eigentlich. Hier. Nee, hä? Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Von hier oben runterspringen? Aber da komme ich auch nicht hoch. Wie komme ich hier hoch? Ja, auch nicht hoch. Okay, das habe ich jetzt noch nicht so. Oder muss man von ganz oben? Nee, kann nicht sein. Okay. Wenn ihr was seht, schreit. Also das ist ja eine. Okay, die Challenge ist halt, wie gesagt, zeitintensiv, weil man erstmal den entsprechenden Weg finden muss. Oder gibt es irgendwo so ein Sprungpad, das mich nach oben haut, was ich nicht gesehen habe bis jetzt? Das würde mich schon interessieren, wie ich hier hochkomme. Oder, nee, es gibt ja keinen Sinn von hier rüber. Ein Sprungpad. Über die Halle, du meinst das Schiff quasi. Oder meinst du von hier oben runterspringen oder so? Ja, da hinten ist auch nochmal was, ne? Aber ich glaube, da muss man nicht hin. Da hinten ist auch so ein richtiges... eine richtige Anlage gemacht. Nee, keine Ahnung, wie ich da rüberkomme, ehrlich gesagt. Oder da hochkomme. Aber von hier komme ich ja nicht rüber, oder? Oder halt, also hier einmal rumfahren, meinst du? Und dann mit Schwung, weil das ja so eine Art Rampe ist. Das könnte sein. Und dann muss man hier so draufspringen. Da frage ich mich aber trotzdem... muss ich aber trotzdem erstmal hier reinkommen, ne? Weil, also hier durchfahren quasi vielleicht. Okay, wir probieren das einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Zeitlimit gibt, da habe ich jetzt am Anfang gar nicht drauf geachtet. Wir müssen jetzt sowieso erstmal da hinten hinkommen. Okay. Da hat es aber jemand gut gemeint. Ah! Okay, also die Challenge, da brauchen wir alleine eine Stunde für, bis wir da den richtigen Weg gefunden haben und uns den gemerkt haben. Aber ich glaube, aber hier geht es gar nicht um Zeit, oder? Denke ich. Sondern hier geht es wirklich rein, nur um es zu schaffen. Komm jetzt da. Ja, komm, 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 komm. Okay. Hä, wieso steht jetzt trotzdem nur Trophies 1 von 6? Das ist doch eine gewesen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Verbuggt hier. Wir müssen es eh gleich nochmal machen. So, jetzt müssen wir ja hier irgendwie einen Sprung da machen. Ich fühle mich wie der letzte Mensch. Okay, hier kommen wir nicht rum. Zum Glück spielen wir ohne Damage, aber sowas von. Ja, das ist ja auch ein bisschen eng gemacht, muss ich sagen. Da passen wir ja kaum durch. Ich muss einen Weg oben nehmen. Ja, oben gibt es sogar keinen Weg. Hast du da einen Weg gesehen, der da hochführt? Ich nicht. Da ist so ein Zaun komplett. Da ist so nirgends offen. Zähl mir doch nichts. Da ist so nirgends offen. Da komme ich doch nicht rum. Erzähl mir doch nichts. Aber ich komme trotzdem da nicht rüber. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo der Weg ist. Okay, pass mal auf, wir starten das erstmal nochmal neu. Ich bin da höchst unzufrieden damit gerade. Ich frage mich trotzdem, ich fahre trotzdem mal kurz zurück. Weil mich interessiert, ob da hinten vielleicht sich noch was versteckt. Ja, hier ist nichts, ne? Also hier ist nicht irgendein geheimer Weg oder so. Nee, okay, gut. Ganz am Anfang.
Schauen wir mal. Also hier geht's ja offiziell los. Du meinst dann quasi hier irgendwo links lang oder so. Aber das ist ja zu. Das ist ja zu. Da komme ich ja auf jeden Fall nicht lang. Das ist ja auch zu. Da komme ich ja auch nicht durch. Deswegen, der offensichtliche Weg am Anfang ist schon richtig. Hier hat sich ja nichts versteckt, soweit ich weiß. So, und dann kommst du ja hier hin. Und dann war das ja hier reinfahren. Und dann sich irgendwie durchquetschen. Oder auch nicht, verdammt. Hier durchquetschen. Das ist so. Also ein bisschen mehr Platz hätte man schon lassen können. Ich frage mich halt, ob sie irgendwo... Jetzt hat es gezählt. Okay, sehr gut. Wahrscheinlich, weil ich im Fotomodus war. Dann hat es wahrscheinlich resettet oder so. Soll man ja nicht machen. Also irgendwie muss man da hochkommen, kannst du mir erzählen, was du willst, aber ich habe nirgends jetzt einen Aufweg gefunden. Ja, da ist ja nirgends ein Weg, der mich nach oben bringt. Weil nur das würde Sinn machen und hochkommen tue ich nur von der einen Seite, aber ich komme ja nicht zum Schiff rüber. So, mal. Nee. Ich nutze auch nochmal den Fotomodus, auch wenn es das resettet. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie ich da rüberkomme. Ich muss ja hier reinkommen. Aber wie komme ich hier rein? Hier ist... Hier. Ach, hier. Hier. Wie komme ich hier hin? Wo bin ich überhaupt? Hier bin ich. Okay, ich muss irgendwie da rüber kommen. Da unten durch. Da und dann hier rein. Okay. Schiff ist ein Trampolin. Ja, aber im Schiff bringt mir jetzt erstmal nichts, weil ich muss ja erstmal ins Schiff reinkommen, ne? So, das ist ja der Aufgabe. Komm, 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 komm. Okay, da komme ich nicht durch. Muss ich da lang fahren? Es tut mir so leid mit diesen Geräuschen. Ah! Das ist halt richtige Schatzsuche. Komm. Und jetzt hier nochmal lang. Aber ich glaube, es geht nicht um Zeit, oder? Weil. Wenn es um Zeit geht, dann ist ja richtig. Wir müssen aber erstmal wissen, wo es lang geht. So. Genau. Jetzt sind wir nämlich hier. Komm, 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 komm. Und jetzt müssen wir hier lang fahren. Nicht dein Ernst jetzt. Jetzt bin ich zu langsam gefahren. Ich kann nicht zurückspulen. Okay, hier muss ich Vollgas. Weil dann kann ich hier Vollgas, dann rüber über das Ding, dann da drüber, rüber, dann komme ich da oben rauf und dann kann ich wieder zurückfahren. Okay, das ist schon schwierig. Also, ja, mal gucken. Mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Memphis, hast du mal auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe mit der Challenge? Ich glaube, von einer halben Stunde ungefähr, oder? Von einer halben Stunde haben wir angefangen mit den Challenges. Also wir haben noch eine halbe Stunde, circa. So, jetzt fahren wir hier rein. Ja, schau mal bitte. Ich meine, wenn ich ein bisschen länger mache, ist glaube ich nicht schlimm, aber zu kurz will ich ja nicht machen. Aber das ziehen wir sowieso noch durch. Das lässt der Ehrgeiz gar nicht ruhen. Jetzt hat's wieder nicht gezählt. Jetzt muss es richtig kaputt fahren. So nämlich. Nicht nur berühren, richtig kaputt. So, jetzt muss ich überlegen nochmal. Jetzt müssen wir ja irgendwie da wieder hinten rumkommen. 35 Minuten passt. Okay. Genau, hier rein. Okay, das passt. Mit Gewalt. Jetzt müssen wir da rechts. Ich habe halt ein bisschen Angst,
wenn ich ins Schiff reinspringe, dass ich da drüber hinausschieße gleich. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem einfach mal voll Schmackes hier. Genau das hatte ich jetzt Angst, dass ich da drüber hinausrutsche. Das ist nämlich jetzt das Thema. Jetzt komme ich nämlich hier nicht mehr hoch. Und dadurch geht mir die Trophäe flöten. Okay, nochmal. Da hilft nur der Neustart. Aber wir wissen jetzt immerhin schon mal, wie wir weiterkommen. Es ist halt so Stück für Stück. Wie so ein kleines Labyrinth auch. Ich find's cool. Ist halt eine ganz, ganz andere Challenge jetzt. Ein bisschen mehr Platz bei den Containern hätte man lassen können, weil diese Crash-Geräusche, auf die hätte ich jetzt eigentlich verzichten können, aber... So, wir wissen jetzt aber schon mal, wir müssen hier rein. Da lang. Da passe ich nicht rein. Da lang. Dachte, vielleicht schaffen wir da durch. So, dann müssen wir hier hin. So, jetzt hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Das soll Werbung sein, Cobra, für euch? Wie wir den Urban Rebel da überall dagegen schallern? Ich weiß ja nicht. Ja, ein bisschen breiter hätte man es machen können, so finde ich jetzt. Weil es ist schon einfach echt ein Durchgedrücke mit dem Ding. So, jetzt, also ich mache jetzt mal zu semi-schnell. Nein, nicht runter. Alter, das. Der beschleunigt auf. Also da kann man hochfahren. Achso, gut. Also solange ich hier bin, ist alles gut. Okay. I see. Ich darf nur nicht komplett drüber hinausschießen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich hier drauf fahre, dann. Ja, hält er sich nicht richtig, aber okay. Jetzt müssen wir vorsichtig sein hier. Nein, 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 nein. Ist gar nicht so einfach. Jetzt muss man mit Schmackes, dass wir da rüberkommen. Nein, nein! Ja, nein, nein! Komm, 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 lass mich nicht im Stich! Komm, nein, lass mich nicht im Stich! Nein, 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 nein! Komm, ja, ja! Du schaffst es! Hab Vertrauen! Komm, fast doch Grip! Fast Grip! Nein, ja, nein! Nein. Ich glaube, ich hab's verkackt, kann das sein? Also, statistisch gesehen ist er jetzt eingeparkt. Ah, oh, verdammt. Ich glaube, aber warte mal, wisst ihr was, wir machen noch schnell. Ich glaube, für die Challenge müssen wir, bauen wir das Ding jetzt nochmal komplett um. Weil... Also ich glaube, hier macht es sowas von Sinn, das Ding komplett hochzulegen, dass wir einfach maximale Bodenfreiheit haben. Ich glaube, die schadet definitiv nicht. Vielleicht auch ein bisschen weicher wieder das Ganze, weil hier kommt es jetzt ja überhaupt nicht auf Performance an, sondern wirklich nur, dass wir da irgendwie rumkommen. Deswegen können wir jetzt hier auch, glaube ich, echt ein bisschen mehr übertreiben. Das passt dann schon irgendwo. Also komm, auf geht's. Das kriegen wir hin. Wenn Kurvenfahren jetzt eher nicht so geil ist, aber also so schnelle Kurven fahren, aber es passt schon. Let's go. Jetzt die Challenge noch mit Schaden oder beziehungsweise du darfst die Sachen nicht berühren, ja, dann RIP. Dann RIP. Deichgraf, danke dir für den Resub im 9. Grüß dich. Dankeschön.
frag mich nur, wenn ich den da oben habe, wie es dann weitergeht. Ja, dich da oben, dich will ich. So. Also jetzt nicht übertreiben. Sehr gut. Sogar direkt drauf gelandet. Ja, ihr merkt, das Progress ist da. Da jetzt ein bisschen aufpassen. Nein, 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 nein. Ja. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier gut springe. Bisschen Anlauf. Sehr gut. So, jetzt müssen wir aber mal richtig. Oh Gott. Das ist halt. Das jetzt ist halt kritisch, weil wenn du jetzt hier natürlich Kacke baust, dann fliegst du runter. Frage ist, wo muss ich lang? Also muss ich hier direkt rechts. Oh Gott, okay, ich probiere es auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Oh Gott. Jetzt hänge ich schon wieder fest. Komm. Ja. Musst so aufpassen, wenn du dann wieder Grip hast, wie das Ding. Aber ganz ehrlich, wie komme ich da rum? Der schafft doch niemals diese enge Wände. Oder? Alter, keine Chance. Ey, keine Chance. Okay. Nochmal. Was ich vielleicht noch machen müsste, ist mit der Verteilung, 50-50 Verteilung beim Diff vielleicht auch noch reinzumachen. Wäre noch ganz sinnvoll und vielleicht sogar eine größere Sperre oder so rein. Oder weniger Sperre eigentlich sogar. Oder mehr Sperre, je nachdem, wenn wir festhängen, eine größere Sperre eigentlich besser. Nein! Also einerseits finde ich die Challenge cool. Andererseits muss ich sagen, ist es halt die Fahrphysik von Forza halt null dafür ausgelegt für sowas, ne? Das merkst du halt schon. Ja, lass mal das hier ganz kurz mehr machen und vielleicht hier ein bisschen mehr sperren. Ja, auch ein bisschen mehr. Aber vielleicht hilft es ein bisschen. Nee, das steht hier am Titel, Justin. Das ist die Cooper Urban Rebel Challenge. Die unmöglich zu schaffende. Ja gut, hier, sag ich mal, musst du einfach nur Geduld ohne Ende haben. Ich glaube, schaffen tut man es irgendwann. Aber schwierig, muss ich sagen. Also bis jetzt das Schwierigste, einfach weil man so feinfühlig sein muss und man halt so ein bisschen auf die Forza-Physik sich verlassen muss. Jetzt komm. Ich denke einfach, das ist der schwierigste Teil. Ich nicht. Ich hab schon gesehen, auf dem Schiff müssen wir auch noch so balancieren. Ich finde, ein Progress ist da, auch wenn nur schleichend. Im wahrsten Sinne. Hat. Mal neu hier. Vielleicht wäre hier sogar ein Tuning mit Offroad-Reifen sinnvoller. Weil die doch ein bisschen anders zupacken, aber. Alter, das ist doch Kacke hier. Das kann so knicken, ey. Ja, da hänge ich fest, da komme ich nie wieder raus. Also wie gesagt, eine Möglichkeit wäre hier wirklich mit Offroad-Reifen sogar. So Geländereifen. Weil die vielleicht ein bisschen besser da dann drauf rumtanzen, ich weiß es nicht, aber I don't know. Oh, ich bin dran vorbeigefahren. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich probiere das mal. Aber, ne, also wir dürfen tunen, bis S1900 geht ja, warum sollte ich es nicht mal probieren? Ja, zurückspulen ist deaktiviert, geht nicht. Zurückspulen ist deaktiviert. Oder Rallye-Reifen, genau, und die dann richtig, richtig weich machen. Vielleicht sogar noch besser.
Ja, Offroad-Mischung. Und mir ist richtig breit. Ja, wenn dann Rayleigh Riven. Einfach mal probieren, ob das hilft. I don't know. Das ist halt ein Problem, du musst halt so ein Balanceakt, und wenn der halt einmal mit einem Rad schon wegbricht, dann hast du schon fast keine Chance mehr. Das finde ich irgendwie zu schaffen. So, aber jetzt gucken wir mal. Ich will es schaffen. Ehrgeiz sagt, du schaffst das. Auf geht's. Fahrwerk eigentlich nicht, also rückwärts fahren. Das ist eine gute Idee, Dummreiner, weil du anders lenken kannst, ne? Einlenken kannst, das stimmt. Können wir gleich mal probieren. Freiheit habe ich schon Maximum. Das ändert sich mit dem Offroad-Fahrwerk nicht. Hazelnut, danke dir für den Prime-Sub. Willkommen, willkommen und Dankeschön. Das ist so unglücklich. Jetzt hänge ich genau da dazwischen. Ganze Knicken, da komme ich nicht mehr raus. Ach Mann. Sowas ist halt mehr frustrierend, weil. Ja. Das ist halt mehr so unlucky einfach. Bodenfreiheit bringt dir ja nichts in dem Moment. Ich hänge ja nicht mit dem Boden auf. Also mehr Bodenfreiheit glaube ich jetzt nicht, dass das die Lösung ist. Wenn ich jetzt mit dem Boden irgendwie aufhängen würde oder so, aber... Also können wir gerne noch probieren, aber... Lass mich jetzt erstmal hier den Abschnitt nochmal schaffen. Nein, nicht abstürzen jetzt hier.
Ja, bleib doch da oben. Ach, come on. Really jetzt. Ja, von mir aus machen wir das noch mit der Bodenfreiheit, aber. Habe ich doch angepasst, Ichi. Die sind schon maximal breit jetzt. Mann, 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 Mann. Okay, nochmal, komm. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und so weiter und so fort. Gut, das ist auch die schwierigste Challenge. Ja, muss man klar so sagen. Ups. Ja doch, das habe ich gemacht, Ichi, als ich die Offroad-Reifen draufgezogen habe. So, gucken wir nochmal. Also, ich sag mal so, irgendwann schafft man es über die Dauer, aber das ist halt echt so eine... Ja, so eine, ist das schon so eine Knobelaufgabe schon fast. Also weniger jetzt eine Fast-Skill-Aufgabe, sondern mehr so eine wirklich Knobelaufgabe, wie gut kommt man durch und so weiter. Aber ist cool, also auf seine Art. Ich glaube, wenn man es geschafft hat, ist das Glücksgefühl sehr groß. Aber davon sind wir noch weit entfernt, weil wir müssen ja noch dann im Schiff auch noch mal was machen, beziehungsweise auf dem Schiff habe ich schon gesehen. Das macht es, glaube ich, auch noch crazy. Aber jetzt erstmal die Trophäe da ganz hinten auf den Containern zu bekommen, ich glaube, das ist schon verrückt genug jetzt. Jetzt gucken wir mal. Ob das Fahrwerk irgendwie hilft oder sogar das Ganze noch schlimmer macht. Bis hierhin, finde ich, machen wir das sehr gut. Michael, hier ist ja so eine offene Zaunstelle, ob man da dann sogar rausfahren muss. Aber andererseits hat man ja auch gesehen, dass man anscheinend aufs Schiff muss. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, was da der richtige Weg dann sein wird. Was mir auch noch am Überlegen bin, ist, die Bremskraft zu verändern, den Bremsdruck. Ja, nee, komm, komm, komm. Alter, das gibt's doch nicht. Wenn der Eimer sich da rein zwängt. RIP. So. Achso, das hat er jetzt umgestellt. Ja, okay, gut, das ist natürlich... Mark. Mir so lassen. Sordele. Schwierige Nummer. Und leider auch mit sehr viel Frustmomenten, weil, na, einmal da so irgendwie in diese Dings reingerutscht und schon geht nichts mehr. Ich meine, was wir halt theoretisch machen könnten mal in dem Run, einfach mal gucken, was nach dem Schiff kommt auch, oder? Dass wir da schon mal wissen. Aber ich glaube, dann schaffen wir das jetzt einmal und dann wissen wir gar nicht, wie es weitergeht.
Aber andererseits ist es eigentlich auch egal. Wenn wir das nicht schaffen, lohnt sich's eh nicht. Gewalt. Ja, wie gesagt, ich lade noch mal ein. Testet gerne auch die Challenges. Teilt die auf Instagram per Clip oder Bild und dann habt ihr die Chance, in der offiziellen Kampagnenvideo auch aufzukreuzen. Werde ich mit meinen kläglichen Versuchen hier gerade auch. Ach Gott, das gibt's nicht, oder? Jetzt hänge ich doch da nicht schon wieder fest. Für sowas ist, ich sag's nochmal, für sowas ist diese Fahrphysik einfach nicht gemacht. Also, nett, dass auch gedacht ist, aber. Nee. Da ist Geschwindigkeit das beste Mittel. Einfach so schnell wie möglich drüber und das Beste hoffen. Ich glaube, sobald du anfängst, so langsam rum zu eiern. Und jetzt Rückwärtsgang, ne? Habt ihr gemeint? Das ist vielleicht besser. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das so ist. Problem ist. Frage ist, wie fahre ich weiter? Muss ich da hinten auch rum? Ich glaube schon, ne? Oder? Bin mal gerade nicht sicher. Da hinten geht es ja gar nicht weiter. Ich muss schon dahin irgendwie kommen. Ja, okay. Egal. Wir gucken mal. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Rückwärtsgang so geil ist, ehrlich gesagt. Weil wenn ich jetzt hier rumfahre, ja, das war jetzt fast schon klar. Ich krieg mich nochmal gerettet. Ja, 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 nein, komm. Och, come on, mach doch jetzt nicht diesen. Ey, keine Chance, ey. Nee, das ist RIP. 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 Keine Chance. Cool, ich wurde resettet. Das ist doch nicht schwer, dann mach's doch selber. Mein Gott, ich animiere euch doch schon die ganze Zeit, das selber zu machen. Wenn ihr doch so Profis seid, dann macht's doch selber. Und zeigt der Welt, dass ihr es könnt. Das ist ja die Herausforderung, dass ihr zeigt, dass ihr es könnt. Deswegen nicht reden, schwingen, sondern machen. Worte sind nichts wert ohne Taten. Achso, das habe ich ja schon. Voll noch im automatischen immer das Gleiche tun. Scheiße. Ich dachte, ich versuch's mal so in einem Aufschwung. Vielleicht ist es besser. Ach komm, nochmal neues gibt's nicht. Nö, Dings sind besser. Ach, weißt du was? Das sind manche Leute, ey.
Heiße Luft brauche ich nicht. Weil machbar muss sie ja sein. Und ich meine, wenn sie selber sagen, es ist das Schwierigste. Schwierig ist es halt, weil, wie gesagt, aber mit dieser Fahrphysik ist es halt so schwierig, dieses perfekte Ausbalancieren, weil du halt einfach, ne, diese ganzen Kanten und Zwischendinger, dafür ist das Spiel halt eigentlich nicht gemacht. Das heißt, du musst halt da schon echt ziemlich perfekt drauf fahren. Und ja. So. Ja, genau. Jetzt bounced er da so blöd ab, aber ich habe ihn noch mal. Sehr gut. Aber Rückwärtsgang, ich weiß nicht. Also ich find's nicht so geil, aber ich krieg ihn auch gerade nicht richtig reingedreht, doch jetzt. Problem ist, es ist halt hier super eng. Jetzt komm. Ja, sehr gut. So, jetzt muss ich ja links lang. Ne, aber links ist eine Sackgasse. Ach komm, echt jetzt. Das ist eine Sackgasse. Und hier rüber werde ich nicht kommen, weil da das Stück fehlt, oder? Oh Mann. Aber wenn ich da hinten lang fahre, komme ich doch da nicht rum, oder? Oder gibt es da noch einen zusätzlichen Weg? Ne, da komme ich da hin. Dort ist zwar eine Brücke, da komme ich dorthin, aber wo komme ich von dorthin? Komme ich doch nirgends mehr hin. Oder? Ich guck mal. Ja, wenn ich jetzt hier lang fahre. Ist ja hier der Weg hier rüber, aber dann ist ja hier Ende. Und wenn ich, selbst wenn ich ganz schnell fahre, upsala, komme ich da ja nicht, also das ist ja nicht der Weg. Also das heißt, der Weg muss ja sein, dass ich hier rumfahre, Schwung hole, also hier hinstehe, Schwung hole und dann mit Vollschmackes da dagegen donner. Anders kann ich mir nicht erklären. Also, ne? Anders geht's nicht. Aber das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie das Ding rückwärts oder das im Rückwärtsgang jetzt machen. Ich glaube, das muss ich im Rückwärtsgang machen. Weil ich krieg das Fahrzeug sonst hier nicht rum. So, ne? Der Trick ist, immer ein bisschen mit Schwung machen, weil sobald du in diese Grube fällst, ist vorbei. Im Rückwärtsgang soll dir eigentlich auch gut gehen, deswegen... So nehme ich. Andi, danke dir für den Raid. Also, das hat schon mal geklappt. Okay, so langsam werde ich Profi. So, jetzt... Boah, das wird jetzt aber auch schwierig. Da fehlt auch ein Stück, oder? Und dann ist da so eine Kante auch noch. Und da muss ich da irgendwie drauf wenden noch. Aber ich muss da langfahren. Anders geht's ja nicht. Da gibt's ja sonst nichts anderes. Also rum, links und dann wieder im Rückwärtsgang, würde ich sagen. Ich gucke mir das nochmal an im Fotomodus, bevor ich mich zu früh für irgendwas entscheide. Boah, das ist... das ist aber... Nee, ich kann hier nicht runterfliegen. Okay, das ist gut. Das heißt, also meine Idee ist jetzt, ich fahre hier so drauf. Und dann quasi rechts rum, links rum, dass ich so stehe und dann wieder im Rückwärtsgang. Boah, das ist aber so kritisch mit diesem Loch hier und allem. Boah. Aber andere Möglichkeit sehe ich da gerade fast nicht. Es wird kritisch. Es wird kritisch. Ich versuch's mal. Es wird kritisch. Ja, Andi, dir danke auch für den Raid. Für den Resub im 9. Und Marco, danke dir auch für den Resub im 8. mit Prime. Danke dir. Also, anders sehe ich es nicht. Also so gerade dann rum. Ja, ich muss es so machen. Aber ich muss es mit Schwung machen, weil da so ein mega Loch wieder ist.
nicht schlecht, prinzipiell. Nein, nein, nein. Es ist so gefährlich, weil das Ding so viel Power hat. Okay. Ein Stück nach vorne geht noch. Nein, 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 nein. Ah, kritisch, 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 kritisch. Ja, jetzt hänge ich, glaube ich. Alter, das ist so eklig. Komm. Ich muss den einfach nur perfekt hinstellen. Das ist die halbe Miete, ey. Also, Andi, das ist übrigens der zukünftige Einparktest für diejenigen, die den Multiplayer-Folgen mitmachen wollen. Wenn sie den bestehen, dann ist gut. Also, ey, du musst schon echt aufpassen hier. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ja, ja, sehr gut. Geh doch, ich werde besser. Aber jetzt, das wird heftig. Also entweder mache ich es mit ganz viel Gefühl oder mit voll Schmackes. Das Problem ist, da ist so ein Loch. Und davor habe ich Angst. Und vor der Kante habe ich auch ein bisschen Angst. Das ist jetzt die Frage. Was meint ihr? Volle Kanüle oder versuchen, diese Lücke mit Gefühl zu überfliegen? Damit ich so halb stehe. Oder so quasi voll Einschlag. Ah, ich mache einfach, wie ich denke, oder? Ich meine, mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Nein, man kann nicht zurückspulen. Man muss wieder von Anfang anfangen. Und das ist das Schlimme. Und da kommt noch so viel mehr Scheiß dazu. Ey, das ist schon... Okay, also nicht voll einschlagen, sondern so volle Kanüle zurück. Warte mal, ich gehe noch ein Stück vor. So. Voll zurück und dann Einschlag. So, okay, komm. Kriegen wir irgendwie hin. Ja! Oh, wie gut. Genau so habe ich's. So wollte ich's. Genau so wollte ich's. Ah. Herrlich. Ja, jetzt ist die Frage, muss ich da links dann raus? Also, würde sich anbieten, ne? Dann. Also nicht, ob das der richtige Weg ist. Oder muss ich dann nochmal, ich gehe nochmal Fotomodus. Also klar, hier holen wir den Pokal. Aber gut, wir sind dann eh hier gefangen. Wir kommen dann, also, wir könnten nochmal wieder reinspringen. Das Ding ist, wenn wir da drüben sind, im Schiff, gibt's ja einen Weg angeblich nach oben. Aber müssen wir den überhaupt nehmen? Weil wir können dann auch auf die Straße hier springen, aber dann kommen wir nicht mehr aufs Schiff, sehe ich gerade. Das heißt, kommt das vielleicht erst später dran? Oh Gott. Weil hier müssen wir 100 pro hier außen rumfahren noch. Das ist nicht umsonst hier. Das ist nicht umsonst hier. Oder wir müssen dann aufs Schiff. Mich würde halt interessieren, was auf dem Schiff ist, weil auf dem Schiff ist 100 pro auch nochmal so eine Trophäe. Wisst ihr, was ich meine? 100 pro. Ja, egal, jetzt holen wir erstmal uns den Pokal. Würde ich sagen. Den holen wir uns. Das war klar, dass ich das jetzt verkacke, ne? Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist gar nicht schlimm. Weil jetzt sind wir eh wieder an der Stelle von vorhin. Das ist okay. Dann können wir uns jetzt nämlich mal angucken, was da im Schiff ist. Fahren wir da nämlich rüber. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, bitte lass da jetzt... Ah, da ist ein Sprungpad. Okay, da ist ein Sprungpad. Alles gut. Dürfen wir noch nicht drüber springen. Jetzt muss man aufpassen, dass wir da ordentlich hochspringen. Nein, nicht so weit. Das war so klar, dass das passiert. Das war so klar, dass das passiert. Ah, aber ja, da ist noch ein Pokal. Wir müssen auf jeden Fall aufs Schiff. Das war so klar. Das war so klar. Ich hasse Sprungpads in dem Spiel, ne? Sprungpads ist einfach die größte Scheiße. Die kannst du einfach nicht kontrollieren. Also viel langsamer drauf fahren, dass ich wirklich möglichst nur gerade nach oben springe. Ups. Okay, aber ey, prinzipiell, wir sind so viel weiter jetzt schon gekommen. Ich glaube, prinzipiell, das schaffen wir nochmal. Eigentlich könnte ich jetzt schon Feierabend machen, aber nö, komm. Oder? Wir wollen das schaffen. Ich will es schaffen. Ich meine, der Weg ist hier definitiv das Ziel. Der Weg und dann ein bisschen Feinmotorik. Und Grobmotorik hier unten.
Marc, danke dir für 60 Bits. Dankeschön. So, jetzt kommt wieder meine Todesstelle. Ich frage mich aber, können wir aufs Schiff und dann vom Schiff auch runterspringen? Macht es dann vielleicht sogar einfacher? Wisst ihr, was ich meine? Hat es nicht gezählt, oder was? Oh, nö, ey, Leute. Ja, danke für den Hinweis. Weil da nur eins steht, ja, du hast recht. Habe ich den ersten verkackt, oder was? Nee, nee, hat nicht gezählt. Wenn da eins steht, hat es nicht gezählt. Dann nochmal. Oh, die hat gezählt. Weil ich komme da ja gar nicht vom Schiff. Und das hoch oder runter, ne? Naja, okay. Gucken wir mal. So zählt die jetzt nicht. Mich verarschen. Ist komplett zerstört. Fangt es auch noch an rumzubacken, oder was? Was ist das? Jetzt zählt sie nicht mal mehr. Oh Mann. Das Spiel hat gar keinen Bock mehr drauf. Viele Versuche, ich glaube auch. Die Truhe bringt ja nichts. Die Truhe ist ein... Hä, wieso zählt die denn nicht mehr? Willst du mich jetzt verarschen? Okay, ich starte es komplett neu. Was ist denn das jetzt für ein Bug? Jetzt zählt die einfach nicht mehr. Ja, ja, das ist irgendwie komisch, keine Ahnung. Wir starten es einfach nochmal. Komplett neu, vielleicht. Ah, das ärgert mich jetzt, dieses dumme Sprungpad, ne? Wieso zählt die jetzt denn nicht mehr? Was ist das denn? Die ist kaputt. Ich fahr dahin. Wieso zählt die denn jetzt nicht? Okay, Leute. Ich meine jetzt nur ein Versuch. Wenn die jetzt nicht zählt, dann soll's mich mal kreuzweise. Keine Ahnung, was das jetzt ist auf einmal. Jetzt ist sie wirklich unlösbar, ja. Das ist für ein komischer Bug. Klar, Spielneustart wird wahrscheinlich vielleicht helfen, aber... Ja, ja, Spielneustarten wird wahrscheinlich das resettet irgendwie, aber... Da muss ja jetzt irgendwas broke sein oder so. Weil vorher war es ja mal, weil ich sie nur so leicht angeditscht hat, hat es ja nicht gezählt.
Man muss sie schon richtig zerstören, aber... So, ich mache jetzt mal einfach so mehr oder weniger normal. Ja, okay. Also nicht zu schnell. Scheinbar. Mit zu viel Gewalt mag er nicht. Okay. Come on, komm. Meine Hassstelle wieder. Ja, wie gesagt, du musst so eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben. Sobald du zu langsam bist, hängst du dich an den Dingern einfach auf. Deswegen immer die Geschwindigkeit ein bisschen halten. That's the trick. Nein. Ja, rette dich, rette dich. Ja, rette dich. Nein, das war's. Es ist so kacke einfach. Jetzt klitsche ich sogar durch. Okay, wir probieren es trotzdem nochmal. Wir sind ja nochmal hier gelandet. Zeig ja. Dafür ist Forza halt eigentlich nicht gemacht. Das merkt man. Hat all Ecken und Enden. Wenn man das öfter so macht, dann kriegt man da irgendwann ein Gefühl dafür auch, aber sagen wir ehrlich, ist es trotzdem irgendwie kacke. Komm. Ja, sehr gut. Schon wieder für den Arsch. Es ist nervig. Ah, das ist so nein, das ist so eine Scheiße. Ja, das ist halt. Das sind halt so. Ne, du siehst ja, wie es dann so bounced so blöd. Da ist halt dann. Das ist da manchmal echt ein bisschen. Ach man, ich will es aber nochmal schaffen. Es war mal so gut, nur wegen so einem dummen Sprungpad. Aber gut, ich will gar nicht wissen, was danach noch alles kommt. Und auf diesen Rails fahren ist halt echt nicht so einfach, ey.
Ausrufezeichen Sharecodes. Da gibt's die Challenge. Tschüss. Das ist die letzte, die schwierigste. Also schwer ist relativ. Es ist halt eine andere Art von Schwierigkeit. Es ist halt Geduld, Weg, Wegziel und so weiter. Und Einfühl. Oh, jetzt bleib ich hier hängen an der Kacke. Ja, aber es ist trotzdem reich vom Schwung. Nein! Depp, ich bin so ein Depp. Jetzt habe ich so einen dummen kleinen Fahrfehler gemacht. Ja, und jetzt hängt sich's natürlich hier. Ey, das ist so unglaublich, Mann. Ich sag's nochmal, dafür ist das einfach nicht gemacht. Ich bin dafür nicht gemacht. Ja, das Sponsoring von Koopa, ja. Der Ehrgeiz lässt sich zu, ich will es unbedingt schaffen. Eigentlich haben sie gesagt, ich soll noch eine Stunde streamen. Jetzt streame ich schon gleich anderthalb Stunden. Und ganz ehrlich, mir ist es auch egal. Also wenn ihr Bock drauf habt, mache ich das auch noch gerne zwei Stunden. Also mache ich noch die zwei Stunden voll. Auch wenn ich dafür kein Geld bekomme. Aber mir macht es Spaß, ich finde es cool und ich will es irgendwie schaffen. Das ist doch... Und ja, wenn es ein bisschen frustrierend ist. Zum Teil. Komm. Ja, ich denke mal, wie gesagt, wir müssen über die Straße dann rüberfahren auf die andere Seite. Aber ja, da komme ich halt jetzt noch gar nicht erstmal hin. Ich muss erstmal wieder zu dem Pokal hier kommen. Nein. Ach, come on, ey. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, ich muss gleich mal kurz Toilettenpause machen, ey. Vor allem ständig da in diesem Meeresrauschen rumzufahren. Das drückt ganz schön auf die Blase, ey. Ja, ich glaube, so ein bisschen eine Mischung aus Glück, Geduld, Präzision. Es ist halt eine ganz eigene Art zu fahren. Wie schon gesagt, zu langsam fahren killt dich eher. Du musst eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben, dass du dieses quasi Absenken quasi so ein bisschen umgehst. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich so eine gewisse gute Grundgeschwindigkeit hatte, hat es eigentlich besser geklappt. Problem ist, wenn du dann halt so einen leichten Fahrfehler, wie ich gerade eben, machst, dann natürlich nicht. Das zählt jetzt immerhin wieder. Ja, die Serienversion ist halt nicht ganz so abgespaced, was das Aero-Paket betrifft. Da ist quasi die ganze Aero ist dann weg. Aber der Urban Rebel kommt in Serie an sich.
Upsala. Tut mir das Auto ja leid, wie ich das immer hier durchboxe, im wahrsten Sinne. Ja, das trauen sich die wenigsten Hersteller mal wirklich sowas krasses, wie sie ihre Konzeptfahrzeuge machen, einfach mal in Serie zu bringen. Die Konzeptfahrzeuge sind meistens, haben so diese gewisse geile Aggressivität und in der Serie trauen sich sie es dann meistens nicht. Na, du bleibst. Oh Gott, gerade an der Kante hier. So, jetzt kommen wir mal. Nein! Das gibt's doch nicht! Ey, ohne Witz! Du bounst so ein bisschen. Ah, du bounst so ein bisschen dran und dann haut sich da runter, ey. Das ist so. Du musst so präzise sein mit diesem Dings. Ah. So, ich gehe aber mal ganz kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Und dann vielleicht mit ein bisschen weniger Druck auf der Blase. Klappt das Ganze. bis gleich. So, jetzt aber. Mal die Frage in den Chat. Wer hat denn die Herausforderung auch schon probiert oder parallel mal probiert zu machen? Ist jemand schon weiter? Hat es jemand schon geschafft? Einfach mal so aus Interesse. Ich sag mal so, ich habe mich jetzt das ein oder andere Mal halt einfach auch dumm angestellt. Also, und ich glaube, von dieser Art von Challenge habe ich halt bis jetzt viel zu wenig gespielt, weil ich weiß, dass solche Arten schon öfters mal gemacht wurden. Aber kämpfe noch mit Mittel, okay. Ja, Mittel habe ich quasi dreimal geschafft. Wovon kein Run wirklich perfekt war, würde ich sagen. Oder sagen wir zweieinhalb Mal geschafft. Beim ersten Mal stand ja da, dass ich es nicht geschafft habe. Und dann bin ich aber quasi trotzdem noch ins Ziel gerollt. Und dann hat es doch gezählt. Also. Aber ja. Das ist halt eine ganz andere Art von Challenge hier. Die ersten beiden sind halt mehr so Präzision und Speed. Und hier ist zwar auch Präzision, aber weniger Speed. Und halt auch ein bisschen so Schatzsuchen-mäßig. Gucken, wo was ist. Bisschen Schnitzeljagd-Style ist das hier. Boah, was war das denn jetzt wieder? Ja, manchmal kackt die Physik halt auch komplett ab und das hilft dann hier gar nicht. Genau sowas zum Beispiel. Ne, da bleibst du so richtig dran hängen in diesen Kanten.
kannst gar nichts machen. Das ist das Schlimme. Hänge ich schon wieder fest. Oh Gott. Ja. Guck mal, das Rad hängt da fest in der Luft und das hängt da fest. Also die Hinterachse ist, die Vorderachse ist. Nein, nein, nein. Komm. Ja. Einfach schon viel zu lange. Tief gegangen. Ja, GTA hat natürlich solche Challenge-Sachen schon viel länger, das ist klar, aber liegt ja nahe, dass wenn man so einen Editor hat in Forza, dass man auch sowas macht. Nur muss man auch klar sagen, GTA ist halt natürlich von der ganzen Physik und so weiter viel besser für sowas geeignet. Allein, weil du halt bei GTA in der Luft steuern kannst. Das kannst du hier halt nicht, ne? Also, das ist hier natürlich schon 10 von 10 schwerer als GTA. Das muss man ganz klar sagen. Weil halt hier deutlich mehr Random-Faktor auch mit reinkommt. So. Oh, jetzt wäre das hier schon so halber weg. Ah, kritisch. Häng ich jetzt schon wieder da vorne. Genau sowas halt, ne? Dann backst du da so rein und dann wird's schon fast unmöglich. Ja. Ich sag mal so, wenn das nicht so wäre, wenn da das ein bisschen besser funktionieren würde, ich glaube, dann würde das auch alles ein bisschen mehr Spaß machen. Wenn ich das so nennen darf. Also. Ich krieg's vielleicht noch gerettet mit ganz viel Glück. Nee, jetzt ist vorbei, oder? Problem ist, die vorderen Räder haben keinen Grip. Das eine Rad hängt rechts, das andere links, wie man sieht. Ja, das war's.
Also einerseits finde ich es geil, weil es so schwierig ist und es einfach eine Challenge ist und einfach mal was anderes ist. Andererseits ist es aber im gleichen Moment auch so ein bisschen frustrierend, wenn das manchmal so ist, wie es ist. Aber okay. Probieren. Ich gebe nicht auf. Für sowas habe ich zu viel Ehrgeiz und bin ich zu geduldig. Das Einzige, was hier ein bisschen gegen mich arbeitet, ist die Zeit. Weil ich da jetzt natürlich nicht oben Endes machen kann. Aber ich will noch einmal noch mal so weit kommen wie vorhin, einfach. Wenn Horizon 6 kommt, naja. Frühestens in 2 Jahren. Das war schlecht. Ach, irgendwie gerettet. Natürlich, natürlich. Als ob er jetzt... Nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh, na, halt doch an! Jetzt bounced er da vorne weg. Ach, das... Ich glaube sogar fast, dass die Fahrphysik von Horizon 4 dafür besser geeignet wäre, weil Horizon 5 ist bei euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass wenn man gegen einen Baum oder so fährt, dass es immer so zurückbounced, ne? Dass so wie so eine Bounce-Physik immer entsteht. Das passiert hier auch tatsächlich ganz oft, dass wenn, da wird irgendeine Kollision ausgelöst und dann bounzt das Auto einfach irgendwo hin und du kannst gar nichts dagegen machen, du kannst es nicht abfangen und das ist jetzt hier gerade zum Beispiel auch wieder passiert, er hat mich einfach jetzt nach vorne gebounced und wenn das passiert, RIP, also es ist echt krass, wie gesagt, das gab es zum Beispiel in Horizon 4 nicht, also ich glaube Horizon 4 wäre theoretisch sowas eher möglich gewesen umzusetzen. Das war kritisch, habe ich aus Versehen gelenkt währenddessen. Ging aber gut.
Ja, jetzt sind wir halt hier wieder, ne? Genau in dieses Loch falle ich natürlich. Oh Mann, ja, das war's. Das kriege ich nicht zurück. Guck mal, wie es bounced. Schon wieder. Es hat schon wieder so gebounced. Keine Chance. Never. Keine Chance, das war's. Das ist eine Scheiße. Oh, ich hoffe, dass das der einzige Abschnitt ist hier, dass, wenn der Abschnitt rum ist, dass dann quasi andere Arten von Skill verlangt werden, weil das ist zu viel Randomness, finde ich einfach. Oder halt zu viel Unfähigkeit meinerseits auch. Also das mag ich irgendwie gar nicht, dieser Abschnitt. Gott, das ist natürlich schlecht. Nein, nein. Nein! Jetzt dreht er weg! Ja. Ach, come on, Leute. Sag mir nicht, dass das Spiel dafür geil ist. Also, bei aller Liebe, aber das ist so random manchmal, wie das dann rumbuggt. Muss schon diesen glücklichen Run einfach haben, dass es halt gerade passt auch irgendwo. Ich hab's ja einmal darüber geschafft und dann frage ich mich halt ernsthaft, warum das jetzt gar nicht mehr gelingen will. Das jetzt so Probleme macht auf einmal. Das ist halt bei mir jetzt so dieses typische Kämpfen zwischen Geduld, Frustration, Ehrgeiz und so. Dieses, ich will es unbedingt schaffen. Ey, genau. Können wir hier zurückfahren nochmal. Aber ja, wie gesagt, das ist halt die Kollisionsabfrage mit Objekten. Ist halt wirklich, also das ist so wirklich sowas, wo Forza echt nicht gut ist. Aber gut, dafür ist es ja primär auch nicht gemacht. Ja, oh Gott, ja. Glück gehabt. Überlegen, ob es da noch einen geilen anderen Weg gibt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der Weg, den ich erfahre, ist schon so der richtige, aber die Art und Weise, wie, ist eher meistens falsch. Das war diesmal ziemlich perfekt hier reingeparkt. Müssen wir es halt nur schaffen, da richtig drauf zu stehen. Das ist das Problem irgendwie. Das hier hinzubekommen. Gut. So, jetzt müssen wir das so machen wie vorhin auch schon mal. Gucken wir mal, dass ich es nochmal hinkriege.
Jawohl! Das kriege ich anscheinend irgendwie hin. Solche super schwierigen Manöver, kein Problem, ne? So, jetzt die Frage. Ja, wir müssen auf jeden Fall ins Schiff, ne? Weil da vorne kommen wir nicht ins Schiff rein. Das heißt, weil hier ist ja so eine Öffnung. Aber ich frage mich, wir müssen ja dann irgendwie trotzdem wieder hierher kommen später. Also, boah, das wird noch so richtig nervig, glaube ich. Egal, wir machen jetzt, ziehen jetzt durch. Das machen wir jetzt kaputt. Wir zählen. Jawohl, danke. So, und jetzt fahre ich einfach super langsam da drauf. Das ist mir jetzt sowas von Bums egal. Das haut mich trotzdem fast übers Schiff, ne? Nein, es zählt nicht! Als ob der jetzt nicht zählt, weil der da runter geflogen ist. Das ist jetzt ein Witz, ne? Der ist jetzt nicht kaputt gegangen, deswegen zählt er nicht. Das ist ein Witz. Na egal, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Was wir hier machen müssen. Anscheinend müssen wir jetzt hier einfach wieder runterspringen, oder was? Weil die Pfeile hier nach unten zeigen. Also wir müssen wirklich hier hoch und dann wieder runter und dann den ganzen Scheiß nochmal machen, oder was? Oder wie muss ich das verstehen? Okay, aber dann müssen wir ja... safe... nee, da hoch kommst du nicht auf die Ebene. Also wenn ich es richtig verstehe, ist die Idee... aber dann habe ich den falschen Weg die ganze Zeit gemacht. Dann ist die Idee tatsächlich, dass ich hier runterspringen muss und dann nochmal wieder so aufs Gerüst muss, ne? Dass ich quasi jetzt hier runterspringe, weil hier diese Rampe ist. Und dann muss ich hier nochmal drauf. Das heißt, ich muss die eine Trophäe erst später machen. Okay, okay. Ich habe es verstanden. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit andere Wege fahren. Aber okay, das habe ich jetzt kapiert. Dann müssen wir... die zweite Trophäe holen, dann ist die dritte auf dem Schiff und die wir bis jetzt immer als drittes gemacht haben, machen wir als viertes und dann müssen wir wirklich durch diese Zaunlücke springen. Aber die Aufgabe wird halt sein, wir müssen genug Schmackes haben, um den Pokal zu zerstören, aber nicht so viel Schmackes, dass wir vom Schiff fliegen. Also genau richtige Dosierung ist dann wichtig. Okay, aber okay. I get it. Also quasi die Reihenfolge war leider falsch. Also klar, wäre auch gegangen, dann hätte ich aber nochmal den ganzen Scheiß machen müssen. Und da, nee. Deswegen machen wir es lieber gleich so rum. Das ist dann schlauer. Weil das hier ist jetzt, ja, das ist ja alles geschenkt. Sag ich jetzt mal. Nee, das ist ja geschenkt. So. Das heißt, selbst wenn wir von der einen Ding fliegen, oh, ich hätte mir so viel Zeit sparen können, ne? Alles egal, jetzt bin ich auch schlauer. Ich dachte halt, keine Ahnung, ich wusste ja nicht, was auf dem Schiff noch ist. Aber am Schiff ist wirklich einfach nur dieser eine Pokal und der... that's it. So. Also mehr ist es gar nicht. Da geht es nicht irgendwie weiter, da gibt es andere Wege, sondern wir müssen wirklich durch diese Lücke im Zaun, die da ist. Das ist der Weg, um ins nächste Gebiet zu kommen. Das heißt, der Pokal muss der vierte und nicht der dritte sein. Aber da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht runterfliegen. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier rüber und jetzt nicht hier rum, sondern hier rüber. Genau. Alter. Ja, boah. Wenn der mich jetzt resettet hätte, ne? Ich hätte ihn geschlagen. So, und jetzt muss ich den halt irgendwie... gut, er hat gezählt. Perfekt. So. Jetzt müssen wir da in diese eine, ins, dieses eine Loch wieder fallen, damit wir halt da wieder zurückfahren können. So. Und jetzt kommt erst der Spaß dran. Und dann müssen wir durch die Loch im Zaun springen. Aber der Part, wissen wir ja alle, ist ja schon schwer genug. Aber okay. Das ist halt, das ist das Fiese an dieser Challenge. Du musst den Weg wissen, also die Reihenfolge wissen, den Weg wissen. Und dann noch so ein bisschen Präzision und dann noch ein bisschen Glück haben, dass das Ding sich nicht hier, ja. Aber wieder ein Schritt näher. Das sind die kleinen Schritte. Ich habe ja dieses, im Let's Play habe ich ja dieses Super 7 Format, wo man ja auch so Super 7 Challenges einreichen kann.
Und da kann man ja selber dann angeben, was für ein Schwierigkeitsgrad es hat. Also hier ist Schwierigkeitsgrad Dark Souls definitiv der richtige. So. Oh, nein, nein, nein. Ja. Boah, Glück gehabt. Das ist echt die Schlüsselstelle hier wieder. Komm, lass bitte funktionieren einfach. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt mit kleinen Schritten. Nein, genau das darf nicht passieren. Krieg's noch, geerdet, hoffe ich. Ah, Mann. Nein, komm. Deshalb mach nicht diesen. Ja, sehr gut. Oh. Okay, komm. Du kriegst es hin. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir genug Schmackes haben, um den zu zerstören, aber nicht zu viel, dass wir darüber fliegen. Okay, das war... Ey, ich habe so Schiss, das Ding nicht kaputt zu kriegen, ne? Doch, er hat gezählt. Er hat gezählt, ne? Ja, 4. Oh! Leute, und jetzt muss ich da einfach rauskommen, einfach rausfliegen. Das ist ein Scheißloch. Oh, oh Leute. We got it. Okay. Ich glaube, ich hoffe, wir haben das Schwierigste hinter uns, ey. Ich bin so nass geschwitzt, ne? Oh je, so, jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Hier gibt es nirgends, wo wir runterfliegen können. Wir gucken einfach ganz gechillt, ob hier irgendwo noch einer ist. Nicht versteckt. Ey, wenn jetzt nochmal so eine Scheiße kommt, ne? Ist nichts im Wasser oder so versteckt. Hier ist auch nichts, okay. Okay, hier müssen wir aufpassen. Okay, hier geht's rein irgendwo. Aber ich gucke trotzdem erstmal, ob hier irgendwas noch ist. Aber ich glaube, da kommen wir nicht rum, oder? Da kommen wir nicht rein. Nee, okay. Ah, oh, Alter. Ey, jetzt bitte nicht mehr verkacken, egal was kommt. Also jetzt müssen wir vorsichtig sein, nicht, dass da jetzt eine böse Überraschung kommt. Das sieht jetzt aus wie so eine ganz normale Lagerhalle. Da ist auch ein Pokal, okay. So, okay, das sind so kleine Sprünge. Aber wir können tendenziell eigentlich nicht sterben hier, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist eine ganz normale Lagerhalle. Easy, peasy. Alles cool. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur hier rum und dann diesen Sprung machen, okay. Ja gut, da können wir jetzt nochmal fahren, das ist egal. Okay, 5 von 6. Ey, wenn jetzt gleich dann irgendwie kommt Zeitlimit oder so, ja, Zeit ist um. Alter, dann rast sich aus, wenn man das noch auf dass hier ein Zeiten-Timer läuft, der irgendwie so 10 Minuten geht und oh Gott. Okay, komm, let's go. Sehr gut. Oh Gott. Okay. Alles cool, alles cool. Hier ist nix, hier ist nix, hier geht's hoch. Sag mir jetzt nicht, ich muss auf die LKW. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich sehe den 6. Wir müssen über diese LKWs springen. Aber wie? 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 Aber mal. Über diese Kanten, ne? Und dann muss ich dort hinten bremsen und dann über die andere Kante zurück, oder? Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wie komme ich dann da hin? Nee, wie komme ich da hin? Ich verstehe es nicht. Ja, mit Schmack ist schon, aber auch Präzision. Ich fahre mal kurz hier drauf. Na, ich muss hier quasi so rüber, dass ich halt direkt drauf bin. Und dann ein Stück... Also einer nach dem anderen, oder? Einer nach dem anderen machen. Nicht übertreiben. Würdet ihr jetzt auch sagen, oder? Die Frage ist halt, was passiert, wenn wir... Ah, da... Kann man da rausfahren? Nee, ne? Weil ich habe so das Gefühl, wir müssen aber auch wieder den Weg irgendwie noch zurückfinden. Oder meint ihr, es ist fertig, wenn... Nee, find and collect 6 trophies to... Nee, to finish. Wir müssen es nur schaffen. Wir müssen nicht zu einem Ziel oder so fahren, glaube ich. Okay. Einer nach dem anderen. Auf keinen Fall übertreiben, ja. Problem ist, die sind unterschiedlich hoch. Das macht mir ein bisschen Sorge.
Egal, ich muss probieren. Probieren geht über studieren, oder? Ey, wenn ich jetzt hier dran scheide. Also. Ich muss noch mal kurz meine Hände entfeuchten. Oh Gott, okay. Also ausgerichtet bin ich. Muss halt irgendwie so drauf fahren, dass ich direkt drauf lande. Und dann muss man gucken. Okay. Bremse ist das Kritische. Oh, ich komme aber hier. Komme ich da rüber? Das ist ja ein größerer Abstand. Oder ich muss da rüber. Also, jetzt muss ich im Rückwärtsgang. Oh nein. Oh nein. Okay, weil hier rüber komme ich gar nicht. Ich dachte, ich kann hier rüber springen. Das heißt, ich muss da rüber, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da. Oh Gott. Oh mein Gott. Warum? Oh Gott. Ein Rückwärtsgang ist so scheiße. Also bis jetzt haben die Rückwärtsgang-Sachen zwar immer ganz gut geklappt, aber ich habe trotzdem ein bisschen Schiss. Problem ist, wenn ich halt hier runterfliege, bin ich gefangen. Also ich kann mich nicht zurücksetzen oder so. Das ist wirklich, es ist ein... Okay, wenn ich darüber springe, aber könnte ich es noch schaffen, theoretisch, nochmal zurückzufahren. Aber ich hab's nicht vor. Ich glaube, es ist mehr jetzt Kopfsache als alles andere. Weil von der Schwierigkeit ist das tausendmal einfacher, weil du nicht diese Zwischenkanten hast. Du musst nur auf die Plattform kommen und dann ist gut. Ja, und genau das durfte nicht passieren. Fuck! Und jetzt werde ich komplett resettet. Okay, ich gib's auf. Nee, du kannst nicht zurückspulen. Okay, ich gib's auf. Ich gebe mich geschlagen. Ich habe jetzt 2 Stunden knapp. Oh, das ist halt... Genau das hätte nicht passieren dürfen an der Stelle. Also wenn ich zwischengeflogen wäre, okay. Aber wir wissen jetzt, wie es geht. Oder man weiß jetzt, wie es geht. Also würde ich es noch mal ein paar Mal probieren, würde ich es schaffen. Garantiert. Aber... ja, nee. Kann jetzt mich nicht irgendwie hier drüber backen, oder? Dass ich da rüber komme. Lass mich rüber! Scheiße. Kack ist ganz am Schluss. Aber gut, wir waren nah dran. Wir haben ihn gesehen. Wir wussten jetzt, wie es geht, aber. Vielleicht hinten rum. Nee, ich komm. Da kommst nirgends, glaube ich. Also ich glaube fast nicht, dass man da nochmal irgendwie hinkommt. Über einen anderen Weg. Hier ist alles fest zu. Ah, fies, ey. So. So nah und dann doch so fern. Nee, warum muss es einen anderen Weg geben? Das ist der Weg. Also, kann ich höchstens halt hier so fahren, aber ich komme ja da nicht hoch. Ja, also, wenn ich jetzt hier ins Wasser fahre, dann werde ich eh resettet. Okay, ich darf eh nicht. Okay, ins Wasser. Och man, ich wollte es schaffen. Und ich war so nah dran. Und dann verkacke ich es an diesem Drecks-LKW, ey. Gibt's doch nicht, Mann. Obwohl das viel einfacher ist als alles, was wir davor gemacht haben. Aber trotzdem habe ich es nicht hinbekommen. Ich mache jetzt nochmal so einen Schnelldurchlauf. Vielleicht schaffe ich es ja einfach, weil jetzt habe ich nichts mehr. Also, pff, ich finde, ich habe mich gut geschlagen. Aber bringt alles nichts.
Bringt alles nichts. Nee, hinterm Start kommst du nicht rum. Also, haben wir schon gecheckt ganz am Anfang. Kein Geheim. Okay, jetzt hat sich's eh erledigt. Jetzt hat sich's eh erledigt. Oder? Wenn ich Autoposition zurücksetzen mache, dann werde ich eher an den Start gesetzt, ne? Ja, war klar. LKW musst du nicht so schnell drüber fahren. Ja, ich habe aber halt die Sorge, sobald ich halt, ne, du hast ja gesehen, sobald du mit ein bis zwei Räder nicht mehr Kontakt hast, dann buggt es so elendig. Hm, ja, hier ist nix. Hier ist nix. Kannst hier nirgends anders langfahren. Das ist schon so gemacht, dass du den Weg nehmen musst. Nee, geht nicht, Raider. Das ist eine feste Mauer oder Zaun oder was auch immer du meinst. Du musst diesen Weg gehen. Es gibt kein Reset sozusagen in dem Sinne. Ach, das ist ärgerlich. Viel Zeit halt damit verschwendet, muss ich leider sagen, den falschen Weg die ganze Zeit gegangen zu haben. Also der richtige Weg. Hätte ich von Anfang an den richtigen Weg gewusst, glaube ich, hätte ich mir viel Ärger erspart. Muss man mal ganz klar sagen. Aber ja, so ist es halt. Gin Tonic, danke dir für den Tier 1 Sub. Danke dir. Genau das halt, ne, wenn du so eine Kante hängst. Das hat mich jetzt schon eine ganze Zeit gekostet. Ach man, mein Ehrgeiz lässt sich zu, ich will das schaffen, aber nee, wir machen jetzt Feierabend. Beziehungsweise, wir hören jetzt auf, ich habe jetzt 2 Stunden versucht. Wir waren so kurz davor, aber gut. Ihr habt die Möglichkeit, das jetzt besser zu machen. Ich denke mal, der Weg, den ich gezeigt habe, am Ende ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich glaube, da kann man schon mal viel Zeit sich ersparen. Auf jeden Fall, wenn ihr es schafft, dann postet das auf Instagram, taggt den Pixelhelden-Kanal. Ja, da sieht man wieder Physik in Reinsform. Ich habe die Hände gar nicht mehr am Dings und der macht einfach sich komplett eigenständig. Deswegen, ja, versucht gerne das zu machen, postet es, taggt uns und Kubra auch drauf taggen. Würde mich mehr interessieren, wer es geschafft hat. Also, wir waren kurz davor. Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht mehr unlösbar oder unschaffbar. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Geduld und der Ruhe und der Präzision und ja, deswegen das dazu. Ja, damit ist der Part tatsächlich vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Selbermachen auf jeden Fall. Ich drücke euch meine verschwitzten Däumchen dafür.